Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit dem vorliegenden Antrag fordern die Linken, wir haben es gehört, dass das BAföG an die Lebenswirklichkeit angepasst werden muss. Und wenn ich mir nun Ihren Antrag durchlese, Frau Kollegin Gohlke, dann fällt mir als Reaktion eigentlich nur eines ein. Wir müssen verstärkt den Versuch unternehmen, die Linken an die Lebenswirklichkeit heranzuführen. Das hat Ihre Rede heute gerade wieder gezeigt. Und auch wenn das erfahrungsgemäß eine Sisyphus-Arbeit ist, stelle ich mich dem heute einmal mehr. Und auch die zweite Forderung aus Ihrem Antrag, die Antragsüberschrift, keine weiteren Nullrunden für die Studierenden, legt den Verdacht nahe, dass Sie, die Kolleginnen und Kollegen von den Linken, die letzten Jahre tatsächlich schlicht verschlafen haben. Und das haben Sie ja gerade gezeigt. Die größte BAföG-Reform aller Zeiten, und die lassen wir uns auch nicht schlechtreden, die diese Koalition zusammen mit Ministerin Wanka gestemmt hat, ist an Ihnen tatsächlich offenbar komplett vorbeigegangen. Inhaltlich kann man zu Ihrem Antrag eigentlich gar nicht viel sagen, Frau Kollegin. Sie versuchen erneut, alten Wein in vermeintlich neue Schläuche zu packen. Sie haben Ihre altbekannten Ladenhüter mit ein paar neuen Daten und Informationen versehen. Und ansonsten verfahren Sie wie immer Copy and Paste. Und, meine Damen und Herren, Sie ermüden damit nicht nur die Bildungspolitiker in diesem Hohen Hause, sondern langsam aber sicher auch die Bürgerinnen und Bürger im ganzen Land draußen. Und angesichts der jüngsten BAföG-Reform, dritte Stufe, +7% bei den Bedarfssätzen und +7% höheren Einkommensfreibeträgen, die gerade in diesen Tagen gestartet ist. Wir geben jährlich zusätzlich 825 Millionen Euro aus. Müssen Sie sich also schon den Vorwurf gefallen lassen, dass Sie offensichtlich nicht genug bekommen können. Und, meine Damen und Herren, bei einigen Ländern scheint ein ähnliches Anspruchsdenken zu herrschen, so mein Eindruck. Stichwort BAföG-Entlastung. Zwar haben die Länder die frei gewordenen Mittel fast ausnahmslos im Schul- und Hochschulbereich verwendet. Allerdings, und das ärgert mich wirklich maßlos, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben sie dies teilweise nicht zusätzlich in diesen Bereich investiert, sondern zur Kofinanzierung des Hochschulpaktes verwendet, wie gerade ein Bericht in der Tageszeitung diese Woche gezeigt hat. Und ich sage ganz deutlich, zweckentfremdet. In Nordrhein-Westfalen sprechen wir immerhin von einer Summe, lieber Kai Gehring, von 200 Millionen Euro. Und das ist eine Unverschämtheit, um das hier mal ganz deutlich zu sagen. Meine Kollegen, wenn wir so weitermachen, der Bund investiert immer mehr und mehr in Bildung und Forschung und entlastet damit die Länder von ihren ureigenen Aufgaben. Und die Länder machen sich dann unter anderem auf Kosten der Studierenden einen schlanken Fuß. Dann, muss ich sagen, kriegen wir das mit der Bildungsrepublik nicht hin. Und das sind nicht nur politische Spielchen, meine Damen und Herren. Sie verspielen damit auch ein Stück weit die Zukunft unseres Landes. Und wenn Sie jetzt, meine Damen und Herren von Linken, von den Grünen, sich empören, dann zeige ich Ihnen gerne auf, wie sich Ihre Leistungen im Bereich der Hochschulpolitik darstellen. Und schauen wir uns einmal das aktuelle Hochschulbarometer des Stifterverbandes an. Da gibt es eine wunderbare Grafik zu den Einschätzungen der Rahmenbedingungen für Hochschulen. Und Sie sehen da eine Deutschlandkarte, und es ist farblich dargestellt. Da gibt es Länder, die haben sich verbessert. Das ist dunkel. Es gibt Länder, die sind gleich geblieben. Und es gibt Länder, die haben sich verschlechtert. Das sind nämlich die rot markierten. Und welche Länder sind es? Brandenburg, Thüringen, Berlin und Nordrhein-Westfalen. Und das ist das Resultat linker und grüner Hochschulpolitik, meine Damen und Herren. Deshalb, das möchte ich hier auch ganz deutlich sagen, bin ich auch nicht glücklich mit dem jüngsten Beschluss von Bund und Ländern zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems von letzter Woche. Mit Blick auf Bildung und Forschung sendet dieser Beschluss aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, falsche Signale. Und insbesondere die Einführung der Bundesergänzungszuweisung für die Forschungsförderung halte ich für einen Fehler, um das auch hier ganz offen und deutlich zu sagen. Denn diese entschädigt nun diejenigen Länder mit Almosen, die im wettbewerblichen Verfahren weniger Erfolg hatten als andere. Und sie widerspricht damit klar dem Wettbewerbsgedanken unseres Föderalismus. Und gerade dieser kluge Wettbewerb in Forschung und Innovation hat Deutschland in den letzten 11 Jahren seit 2005 stark gemacht. Und am meisten werden übrigens die SPD-regierenden Länder Niedersachsen und Rheinland-Pfalz von dieser Ergänzungszuweisung profitieren. Und damit wird, auch das sage ich ganz deutlich, die rote Laterne der Erfolglosen zum goldenen Label der Lahmen. Und das kann nicht sein, meine Damen und Herren. Eines ist mir noch wichtig zum Beschluss vom vergangenen Freitag. Die Kollegin Albsteiger wird noch was dazu sagen. Die Bund-Länder-Vereinbarung ist keine Abschaffung und auch keine Aushebelung des Kooperationsverbotes. Und auch wenn viele das jetzt fälschlicherweise hoffen oder gar noch herbeireden wollen, der Beschluss ist eindeutig. Es geht hier nur um finanzschwache Kommunen und nur um deren Bildungsinfrastruktur.
Übrigens hat es auch Baden-Württemberg in seiner Protokollerklärung richtigerweise darauf hingewiesen, dass das Kooperationsverbot eben nicht zur Debatte steht. Und die Sanierung der maroden Schulgebäude ist und bleibt damit auch weiterhin ganz überwiegend Aufgabe der Länder und der Kommunen. Und deshalb rate ich allen, auch hier im Hause, liebe Kolleginnen und Kollegen, den Ball flach zu halten. Wir werden nämlich sehr genau darauf achten, dass die Anpassung des Grundgesetzes genau dem Beschluss von Bund und Ländern folgt. Und mir ist in diesem Zusammenhang auch als Forschungspolitiker insgesamt besonders wichtig, dass wir unsere Bemühungen im Bereich Wissenschaft, Forschung, Entwicklung und Innovation in gleichem Maße fortsetzen werden. Denn das sind die Zukunftsbereiche, die uns Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum bringen. Und das dürfen wir jetzt nicht aus den Augen verlieren, sondern müssen auch hier in Zukunft starke Signale setzen. Wir müssen auch im Bereich Forschung und Innovation, wo wir unseren Wohlstand erwirtschaften, weiterhin unsere Anstrengungen nicht nachlassen. Und das zeigt ja erfreulicherweise auch der Bundeshaushalt 2017 sehr eindrucksvoll. Ich darf an dieser Stelle ausdrücklich loben die Ministerin Johanna Wanka mit ihrer Bildungsoffensive für die digitale Wissensgesellschaft. Das Beherrschen digitaler Techniken ist das Zukunftsthema und die Stellschraube für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes. Und deshalb ist es entsprechend richtig, dass hier Prioritäten gesetzt werden. Wir dürfen die digitale Zukunft nicht verschlafen und wir müssen die jungen Menschen fit machen für die künftigen Herausforderungen. Und diese Offensive leistet dazu einen wichtigen Beitrag und einen wichtigen Impuls. Frau Kollegin Gohlke, Ihr Antrag ist wirklich so mühsam und so alter Wein in neuen Schläuchen. Da brauchen wir gar nicht zu reden. Die Frau Kollegin wird was dazu sagen. Ich wende mich den wirklich wichtigen Themen zu. Die digitale Bildung ist ein zentrales Thema dieser Koalition und prominent im Koalitionsvertrag verankert. Wir flankieren dies mit unserem Koalitionsantrag zur digitalen Bildung. Wir haben unseren Entschließungsantrag zum Thema eingebracht und die wichtigen Initiativen der Bundesregierung Berufsbildung 4.0 und auch die digitale Ausstattung der überbetrieblichen Bildungsstätten zeigen, dass es der Bundesregierung bei diesem Thema wirklich ernst ist. Und ein zentrales Vorhaben der Bildungsoffensive, der Digitalpakt für die Schulen, ist ein wesentliches Element dieser Offensive. Und ich möchte schon noch mal sagen, dass hiermit ein wichtiger Startschuss gegeben wird für die Verhandlungen darüber, wie ein Zukunftspaket für die digitale Ausstattung der Schulen und die Qualifizierung von Lehrerinnen und Lehrern verbindlich und nachprüfbar ausgestaltet werden kann. Und das ist nun, meine Damen und Herren, wiederum eine Nagelprobe für die Länder, die nun gefordert sind, Konzepte für die Lehrerbildung vorzulegen und die erforderliche Infrastruktur mitzufinanzieren. Und lassen Sie mich das auch sagen, die Kritik einzelner Lehrerverbände dieser Tage am Digitalpakt, er sei eine Einmischung in Bildungsinhalte, ist nun wirklich lächerlich. Die Verbände sollten sich vielmehr Gedanken darüber machen, wie sie die Lehrerinnen und Lehrer auf das Leben 4.0 und die digitale Welt vorbereiten. Und dazu reicht es nicht aus, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ein Lehrer weiß, wie ein Whiteboard funktioniert. Auch das sollte man in Richtung der Verbände auch hier mal deutlich sagen. Und wie es die Ministerin öffentlich sagte, die Bildungsoffensive ist ein Vorhaben für die nächste Legislaturperiode. So sehen wir das auch. Wir müssen erst einmal beobachten, was die KMK jetzt zu diesem Thema beschließt. Wir werden die Bund-Länder-Gespräche im weiteren Verlauf aufmerksam begleiten und dann entscheiden, wenn aus unserer Sicht der richtige Zeitpunkt erreicht ist. Und das heißt auch im Übrigen, meine Damen und Herren, dass wir nicht über Einzelmaßnahmen entscheiden, sondern über ein Gesamtpaket. Und dieses Gesamtpaket muss stimmen, denn Bundesgeld gibt es nicht geschenkt, es muss einen Mehrwert schaffen. Deshalb kommen wir hier zusammen. Und deshalb muss es nachher klare, nachprüfbare Kriterien geben, transparente Verfahren sowie Kontroll- und Sanktionsmöglichkeiten. Ganz zum Schluss möchte ich noch etwas in Richtung auf Herrn Heil sagen, der heute leider nicht unter uns weilt, der einen neuen Bildungsgipfel einberufen möchte, um eine neue Bildungsallianz zu schmieden. Wir brauchen keinen hektisch aufgesetzten neuen Bildungsgipfel, meine Damen und Herren. Und wir brauchen auch keine neue Gesamtstrategie für die Bildung. Den Investitionsstau in den Schulen haben die Länder zu verantworten, und sie sind finanziell im Übrigen auch in der Lage, ihrer Verantwortung nachzukommen. Und wir haben von Seiten des Bundes dafür wirklich ausreichend Unterstützung geleistet. Und wenn Ihnen dabei die jährlich 1,2 Milliarden Euro aus der BAföG-Entlastung oder die Übernahme der Aufwüchse aus dem Pakt für Forschung und Innovation oder die insgesamt 20,2 Milliarden Euro aus dem Hochschulpakt nicht ausreichend Entlastung gebracht haben, die Schulgebäude zu sanieren, dann haben Sie einfach, um das mal so
salopp zu sagen, missgebaut. Und dafür werden Sie den Bund aber nicht weiter in Haftung nehmen können. Und deshalb ist dieser Bildungsgipfel auch nicht notwendig. Und wir können und werden, mein letzter Satz, die Länder auch in diesem Punkt nicht aus ihrer Verantwortung entlassen. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Nächster Redner ist der Kollege Kai Gehring für Bündnis 90 Die Grünen.